Seid gegrüßt, meine lieben Good Game Empire Freunde. Herzlich willkommen zu Burgen Folge 26 hier auf dem International 1 Server. Wahnsinn, 26 Burgenfolgen schon. Hammer, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich dann immer noch den Lauf macht. Und ja, dass ich wirklich eigentlich regelmäßig donnerstags die Burgenfolge raushauen kann, finde ich sehr gut. Heute habe ich eine ganz besondere Burg zu zeigen, nämlich die von meinem Mann von King Scorpion. Der hatte mich mal so zwischen Tür und Angel gefragt, ob ich seine Burg mal Bock hätte, seine Burg zu zeigen. Was ich richtig geil finde, denn der brennt wirklich ganz extrem. Ja, ich glaube, so dolle brennt der gar nicht mehr. Der löscht ja auch. Aber der kriegt natürlich dann auch wirklich alle zwei Tage mal wieder einen Angriff rein und muss dann wieder von vorne anfangen. König King Scorpion, der Eroberer, Level 70, Legenden Level 4, Ehre 1340 bei den Titans. Lasst uns in die Burg schauen. Ja, geht. Eigentlich so viele Feuer sind da gar nicht mehr. Aber ihr seht, der hat auf jeden Fall die Eisenminen schon gebaut. Gibt's einiges an Legenden-XP dazu, dafür. Ja, und die Türme, die brennen, ne? Aber ich denke mal, das sind hundertprozentige Feuer hier. Aber ich glaube, also, der kommt ganz gut voran mit den Feuerchen. Vielleicht frage ich ihn gleich mal, ob er irgendwie Rohstoffe braucht oder so. Ja, unsere Burg sieht nicht viel anders aus, ne? Irgendwie. Obwohl die Eisenminen, die stehen jetzt bei uns noch nicht. Und der hat auch einiges mehr an Festplätzen hier, weil der investiert natürlich auch einiges mehr. Hier und da stellt er sich mal einen Festplatz rein. Die Lichthüte hat er zweimal drin, aber wir haben auch das Licht der Tiefe und Held des Unterreichs und Ahnen der Sturminseln. Ja, und am besten finde ich immer noch den Thron des Nekromanten. Also der sieht mächtig aus, ne? Das ist Scorpion-Tempel, muss natürlich in seine Burg rein. Und er hat das Lazarett Stufe 4 drin und auch die Imperiumsjagdhütte. Ja, und natürlich dieses mega geile Ding, die Halle der Legenden. Also die finde ich echt toll. Sieht super aus. Also wenn da vielleicht die nächsten Dekorationen so in dieser Richtung auch wären. Weil ihr seht, also die letzten Dekorationen hier, Thron des Nekromanten und Scorpion-Tempel und so, die sind alle so in diese Richtung gemacht. Und ja, die Farben, die verändern sich hier natürlich, ne? Also sieht auch gerade jetzt mit dem Bergfried auf Stufe 5, das passt alles so ein bisschen. So ein bisschen ist gut, passt alles super. Von den Farben her richtig nice. Empire verändert sich wirklich zu einem, ja auch grafisch, richtig coolen Game. So, vergöttert, gehasst, verdammt vergöttert. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, an was euch das erinnert. Ich weiß nicht, die Älteren unter euch, die kennen diese Band wahrscheinlich, aber ist eins echt der der besten Lieder von dieser Band und ich höre die echt gerne. So, vergöttert. Ja, der brennt auch. Aber hier hat er die Stallungen auf Stufe 3 und, oh, okay, Bäckerei Stufe 4, aber der will ja eh umziehen, der King Scorpion auch. Der sucht sich jetzt gerade was und ja, mal gucken, wie wir das mit den Außenposten machen. Also ich verspreche jetzt nichts, aber ich kann auf jeden Fall mal fragen, was er mit seinen alten Außenposten dann macht. Vielleicht habt ihr ja auch Interesse, aber dieser vergöttert, der muss wohl eine. Guck mal, der hat ganz viele Parks noch da drin. So, verdammt. Schauen wir uns den mal an. Der hat auch noch so viele Parks da drin. Macht der jetzt schon absichtlich? Sind wir hier jetzt aber Bäckerei auf Stufe 8? Und wo sind die Stallungen? Da, Stufe 2. Ja, auch nicht schlecht. Festplätze sind hier 4 Stück drin. Übungsplatz steht hier drin. Nicht schlecht. Ja, aber ist einiges noch zu tun. Aber gut, wenn der so dolle brennt, ne? So, und zu gehasst noch. Ach ja, das ist der Außenposten jetzt vorhin gewesen, der so weit weg ist. Ja, Bäckerei Stufe 6, Stallungen Stufe 3. Und auch der Übungsplatz drin, der Wachturm ist ja ganz, ganz wichtig. Oh, guck mal, der Bergfried, der brennt gar nicht so doll. Den, ich glaube, 2 Stunden oder so wäre der wieder fertig. Ja, hier sind überall Schlossparks drin. Ich glaube, das war der erste AP, den der King Scorpion hatte. Der ist schon fertig. Ja, ist natürlich jetzt doof, ne? Dass der so dolle brennt. Muss dann auf jeden Fall erstmal die Feuerchen löschen. Aber ja, der King, der hat ja auch kein Problem damit, sich mal eine Paisy zu holen und dann seine Brände so zu löschen. Hier ist 100% Feuer. Also er wurde auch schon ein paar Mal jetzt wieder angegriffen. Gestern wurde wieder bei ihm rumspioniert. So, und was mich jetzt noch interessiert ist, wie sieht denn Fire Scorpion aus bei ihm? Och, oh, der brennt auch. Ich sage, der brennt in jeder Burg. Da ist er gerade Holzfäller am Ausbauen und der Wachturm ist da. Oh, die Türme, die müssen aber. Ich würde die Türme erst ausbauen. Ich habe die bei mir auch erst ausgebaut. Hier steht schon eine Bäckerei drin. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Bäckerei drin habe in Icy Fire. Ich guck mal. Nein, ich habe noch keine Bäckerei in Icy Fire. Hey, was kostet das?
Militär? Hey, wo ist denn die Bäckerei nochmal? Achso, hier. Ich glaube, ich werde mir heute die Bäckerei zusammenfarmen. Das wäre doch nice, ey. Dann können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Soldaten mehr hier drin haben. Ja, sorry, Leute, dass ich jetzt hier so abschweife. Aber da muss ich jetzt mal eben schauen. Wir haben natürlich noch drei andere Bewerber hier in der Burgenfolge. Und zwar ist einer davon The Hardest Gamer. Auf der... Ach, danke, King, übrigens, dass deine Burg ansehen durfte. Hört er jetzt gerade, der sitzt nebenan. 180346. Das schauen wir mal. Oh, Don't Attack. Holy Glory Army. Und ich habe in meinen Kommentaren schon etwas von dieser Allianz gehört. Don't Attack. Du bist der Anführer und ich weiß, wer du bist, ne? Du bist nicht Tomate, sondern Melone. Kann das sein? Ja, du hast deine Burg noch nicht so lange hier. Ein paar Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, knapp eine Woche, glaube ich. Auf jeden Fall schon Bäckereistufe 1 und also du machst dir schon einen Namen hier auf dem Server, habe ich gehört, denn ich habe da ein paar Screens gesehen. So ein kleiner Spieler hier wie du, der mischt hier ganz schön auf. Eine bekannte Allianz, die wir jetzt nicht nennen wollen, weil ich habe keine Lust, jedes Mal wieder Werbung für die zu machen, aber er mischt sie ganz schön auf. Ja, finde ich gut. Also ein bisschen rebellieren geht ja, da ist ja in den Medien im Moment auch ganz schön viel Rebellion hier in Deutschland und ja... Finde ich gut. Einer gegen alle. So, also wer sich der Melone anschließen möchte, ich weiß noch, letztens warst du im TS und ich habe die ganze Zeit Tomate zu dir gesagt. Und mein Bruder immer, Melone, Michelle Melone. hast du einen Außenposten? Ja, lass mal gucken. Direkt so ein Sechser Nahrung da neben dir gesnackt. Und natürlich hast du da Wohnhäuser drin. Denn ja, diese Burg, die gilt ja einzig und allein wahrscheinlich dazu, Soldaten zu rekrutieren und die dann wieder wegzuschicken, zu schrotten. Und ja, nicht schlecht. Aber trotzdem Bergfried ausbauen. Würde ich machen. Dann kannst du wenigstens dann hier mal, wenn du mal schnell was machen willst oder so. Aber diese ganzen Wohnhäuser hier, die hast du dir ja so hochgeklickt. Ne? Mittlerweile kann man ja die... Die ersten beiden Stufen sind das, glaube ich. Oder die erste, ich bin mir nicht sicher. Alles unter 10 Minuten. Setz dir hin, klickst du hoch. Zack, 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 zack. So schnell geht das. Ja, kannst den ganzen Außenposten voll Einser-Wohnhäuser stellen, ey. Und hast dann richtig mächtig viel Kohle am Start. Ja, mach weiter so. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass ich deine Burg ansehen durfte. Und ja, danke, dass du so hinter mir stehst. Und ich finde es, feier das wirklich richtig cool. Der nächste ist Max Tudor. Auf der 219... 219272. Zack. Somerset. Leilani Allianz. Graf Max Tudor. Level 17. Ehre 1312. Der Leilanis. Ja, Max. Schön. Deine Türme hast du alle auf 2, so wie ich jetzt direkt sehe. Sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall levelgerecht. Bergfried auf 2. Schön. Du hast den Königsschwert gegönnt. Und du müsstest dir vielleicht aber dann auch noch ein Wirtshaus gönnen, denn ja, kannst du hier, hast du noch Platz, aber sieht alles echt süß aus, sieht schön aus hier in Reihe und Glied und hast du echt dir Mühe gegeben. Anwesen Stufe 1 bedeutet für mich, dass du auf jeden Fall schon einen Außenposten haben kannst, den du auch schon hast, nämlich einen 8er Nahrung, sehr, sehr cool, ja. Und hier hast du deinen Koloss drin, Koloss von Max Tudor. Die Tudors, das ist echt eine coole... Hier, guck mal, die kann man anstupsen hier, aber ich kann hier leider nichts holen. Was bei den anderen Leuten, wenn man in die Burg guckt, immer viel los ist, ne? Letztens konnte ich meine nicht anstupsen. Ich glaube, da habe ich Lags gehabt. Da habe ich die ganze Zeit gesagt, warum kann ich die denn nicht scheuchen? Ja, schön. Ach so, nee, guck mal. Ach, das verwirrt mich immer so ein bisschen. Hier vorne, die Türme sind auf 2. Oh, hier muss Lager ausgebaut werden, lieber Max. Und die hier sind auf 1. Das verwirrt mich leicht. Aber gut, hier drin ist dann Stein und hier ist, hier, ne, bei den Zweiern und bei den Einsern ist Holz. Ja, dann musst du die Türme auf jeden Fall noch ausbauen. Die gehen ja schnell, Gott sei Dank. Na, also, Türme ausbauen. Kasernenstufe 3, sehr schön. Und eine Bäckerei. Lieber Max, danke, dass ich vorbeischauen durfte. Ich wünsche dir noch viel, 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 viel Spaß hier. Auf dem Server und ruhmreiche Schlachten. Guck mal hier, den hättest du gerne, wa? So, der letzte Kandidat heute hier live in Xanten ist der Julian 05030 auf der 174. Da bin ich auch mal gespannt hier. 307. So, wer bist du denn? Oh, 30 habe ich gemacht. Na komm.
ein Außenposten. Warte mal, lass mich erstmal auf deine Burg gehen. Leilani-Fan. Ja, da ist sie. Du hast dir die Trutzburg gebaut und die Bäckerei. Cool. Hier und da hast du mal ein Farmhaus hingesetzt, aber so sah meine Burg ungefähr auch aus, die erste. Ich hatte nur irgendwie nie drei Wirtshäuser, glaube ich. Meine allererste Burg. Weil irgendwie habe ich das nicht gecheckt. Damals war es aber auch nicht so mit den Agenten. Damals musstest du ja Schwertbrüder haben. Boah, ich bin jetzt auch an der Folge am Arbeiten. Übrigens hier, deine Türme musst du ausbauen hier. Ich bin gerade an der Folge am Arbeiten, wo ich so 10 wissenswerte Sachen über Good Game Empire mal aufschreiben wollte. Und eine Sache ist auf jeden Fall, das werde ich mir jetzt notieren. Sorry, Leute. Also, Schwertbrüder. Da möchte ich auf jeden Fall mal drüber reden. Denn, ja, das war einer der ersten Sachen so. Das haben sie dann hinterher abgeschafft. Aber damals waren die Schwertbrüder, je mehr du hattest und je mehr aktiv waren, desto mehr von den Agenten hattest du zum Spionieren. Ja, heute baust du ja dann die Wirtshäuser aus. Und ja, du bist gar nicht weit von mir weg, denn hier sehe ich ein 80er Nomadenlager und da ist auch unser Monument Stufe 1. Schön. So, Moment. Alia Iacta Est. Cool. Und deinen Außenposten gucke ich mir noch. Futterschrot. Den gucke ich mir noch. Ja, cool. Also ich finde das echt gut, dass man im Moment jetzt die ersten hier recht hochklicken kann. Dann ist man richtig schnell und da kann man erstmal alles ja hinstellen und dann die nächste Burgflächenerweiterung machen. Aber du kannst den Bergfried jetzt hier ausbauen und dann bitte die Türme. Nee, erstmal Mauer. Falls ihr irgendwie mal, weiß ich nicht, ich kann dir mal hier und da mal eine Karre von 1000 Rohstoffen schicken oder so. Im Moment ist eher schlecht, denn ich brauche meine Resis. Es sei denn, ich kann dich glücklich machen, wenn ich dir 1000 Rohstoffe schicke. Ja, für die tägliche Aufgabe auf jeden Fall. So haben wir beide was davon. So. Leute von heute, wir sind durch mit der Burgenfolge an diesem Donnerstag. Bei mir steht der 4.12., aber das ist natürlich nicht so. Ich muss mal meinen Kalender weitermachen. Ja, schön. Bewerbt euch für die nächste Woche. Ich habe noch keine Bewerbungen. Ich hatte eine, aber die war für International 2. Und da habe ich erstmal gedacht, so okay, wir sind hier auf International 1. Aber derjenige hat sich auch jetzt nicht mehr gemeldet. Vielleicht hat er sich vertan. Ansonsten sind noch 4 Plätze frei. Wenn der Junge sich nochmal meldet, dann 3. Ich würde mich freuen, wenn wir das jeden Donnerstag die Burgenfolgen vollkriegen. Aber meldet euch jetzt nicht bitte, wenn ich euch letzte Woche gezeigt habe. Denn da hat sich nicht viel verändert bei euch. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. Schönen Donnerstag wünsche ich euch. Tschüssikowski.